Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Review hier auf meinem Kanal und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Review geht es um die Redken Brews NYC Grooming Clay Pomade. Eine Clay-Pomade mit mittlerem bis mittelfestem Halt und einem relativ natürlichen Finish. Dieses Produkt hier kommt im März erst auf den Markt. Das heißt, ihr werdet das innerhalb der nächsten Wochen sowohl online als auch bei ausgewählten Redken-Händlern bekommen. Und ich durfte jetzt schon ein paar Wochen vor dem Release einen Blick auf das Produkt werfen und es ausgiebig testen. Und deshalb freue ich mich, dass ich euch heute meinen ersten Eindruck bzw. meine Erfahrungen mit dem Produkt schildern kann und euch außerdem sagen kann, ob ich das jetzt empfehlen würde oder vielleicht eher nicht so. Ich muss sagen, dass inzwischen ja nun wirklich fast alle großen Marken auf den Barbershop-Zug aufgesprungen sind. Angefangen hat das damals alles mit Tabak for Men, die als erste große Marke bewusst das Branding in Richtung Barbershop ausgerichtet haben. Und letztes Jahr kam dann L'Oreal mit der Barber Club Serie, glaube ich, dazu, für den Bart, die ich ja auch hier auf diesem Kanal rezensiert habe. Und jetzt eben auch Redken. Diese Redken Brews Serie umfasst dabei sowohl diese Clay-Pomade als auch natürlich ein Bartöl, verschiedene Shampoos und außerdem ein Mittel zur Grauhaarabdeckung. Und wenn ihr euch einen Überblick über diese Produkte verschaffen wollt, habe ich euch natürlich die nötigen Infos unten in die Beschreibung reingesetzt. Aber kommen wir jetzt zuallererst mal zu diesem Produkt hier. Was erwartet euch hier? Ich habe im Intro schon gesagt, dass es sich um eine Pomade mit mittelfestem bis festem Halt handelt. Das heißt, hiermit erwartet euch kein Heavy Clay, sondern tatsächlich etwas, was, glaube ich, dem L'Oreal Clay, was ich ja auch auf diesem Kanal rezensiert habe. Ich setze euch alle Reviews einfach hier oben in diese Infokarte rein, einfach auf das i klicken, die dem wirklich so am nächsten kommt. So von der Konsistenz und von der Anwendung her und auch ein bisschen von dem Finish her. Die Aufmachung finde ich dabei im Grunde genommen recht ansprechend. Das ist ein recht simpel gehaltener, dunkler Plastikbehälter mit einem Aluminiumdeckel, wo obendrauf Redken Brews NYC Grooming draufgedruckt ist und auf der Seite befindet sich ein Sticker, wo dann drauf steht Clay Pomade und eben, ja, wie du das Produkt anzuwenden hast, was ja eigentlich jeder inzwischen weiß und außerdem die Inhaltsstoffe. Bei den Inhaltsstoffen findet ihr vor allen Dingen Wasser und Bienenwachs, das heißt, das hier ist ein Wasserbasiertes Produkt, sollte deshalb dementsprechend einfach rauszuwaschen sein. Auf der anderen Seite enthält es außerdem Bienenwachs, was so die Vermutung in den Raum stellt, dass sich das Ganze vermutlich recht trocken anfühlen wird. Das werde ich euch auch gleich dann noch erzählen. Und außerdem ist es ein echtes Clay, denn hier ist tatsächlich Kaolin-Tonerde drin. Also es ist nicht einfach nur irgendwie sowas, was sich anfühlt wie ein Clay und so aussieht, sondern es ist tatsächlich ein echtes Clay-Produkt. Ansonsten gibt es nicht viel zu dem Branding zu sagen. Wie gesagt, das ist alles sehr simpel gehalten und das finde ich per se jetzt erstmal ganz gut. Die Konsistenz, muss ich sagen, ist wirklich ausgesprochen angenehm. Das lässt sich super leicht aus der Dose rausnehmen, ist sehr, sehr cremig. In trockenem Haar war für mich persönlich jetzt trotzdem eine deutlich zu spürende wachsige Komponente dabei. Das heißt, das Produkt hat sich relativ trocken gestylt und da war auf jeden Fall auch ein gewisser Zug dabei, als ich das in meinen Haaren verteilt habe und dann versucht habe, die Frisur beispielsweise mit einer Bürste zu stylen. Und das hat auf jeden Fall einen gewissen Zug gegeben. Aber das ist ja bei vielen leichten Clays der Fall und wenn man dann einmal durchgebürstet hat, ist das in der Regel kein Problem und so war es auch mit diesem Produkt hier. Soweit klingt das alles ganz gut und ist auch etwas, was ich von anderen Produkten schon kenne. Anders sieht es da aber bei dem Thema Finish aus, denn da wird es, finde ich persönlich, echt interessant. Denn die meisten Produkte aus diesem Preissegment haben meiner Erfahrung nach alle ein mehr oder weniger gleiches Ergebnis. Manche haben damit ein bisschen mehr Erfolg, andere ein bisschen weniger. Manche lassen sich ein bisschen besser auswaschen, andere ein bisschen weniger. Aber im Grunde genommen haben sie alle irgendwie so einen sehr ähnlichen Effekt. Und ich muss sagen, dass das hier wirklich anders war und dass mich das sehr froh macht, weil dieses Produkt hier nämlich recht flexibel ist, was die Styles und die Möglichkeiten angeht, was du damit letzten Endes tun kannst. Auf der einen Seite kann dieses Produkt hier, wenn du es in trockenem Haar anwendest, genauso aussehen, wie das ein leichtes Clay tun sollte. Und wenn du dir einen Kamm nimmst und die Haare gut durchkämmst,
dann kannst du damit auf jeden Fall auch eher so formelle Styles machen, wie das mit einer normalen Pomade eben auch gehen sollte. Das Tolle ist, dass das Clay formbar bleibt, das heißt, dass du die Haare ausbessern kannst, wie das eben bei einer Pomade auch der Fall sein sollte. Das heißt, das trocknet nicht an und härtet nicht aus. Auf der anderen Seite gibt es dann aber noch die Anwendung in feuchtem Haar. Etwas, was ich auch gemacht habe. Und dann nimmst du dir einfach ein kleines bisschen von dem Produkt, verteilst es in deinen noch handtuchtrockenen Haaren und ich habe sie danach dann eben in Form geföhnt, aber in der Luft trocknen kannst du sie bestimmt auch. Und in diesem Fall ist das Finish dann doch ein bisschen anders, denn es ist deutlich natürlicher, das Produkt tritt nicht so sehr zutage, du hast nicht so eine starke Texturierung, sondern eher so ein natürliches Finish mit einem leichten Glanz und einer guten Portion Halt. Das heißt, du hast hier auf jeden Fall die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen und auch ein bisschen rumzuprobieren. Ich finde, dass sich dieses Produkt gut dazu eignet, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Clay funktioniert und was für Ergebnisse es liefern kann. Unterm Strich also mein Fazit zu der neuen Redken Bruce Clay Pomade. Ich muss sagen, dass sich dieses Produkt hier in meinem Test bewährt hat. Ich finde, das ist ein ordentliches Produkt, was verschiedene Möglichkeiten liefert, wie du deine Haare stylen kannst, was für seinen Preis auf jeden Fall ein sehr gutes Produkt ist und was näher an einer echten Homebrew Clay Pomade dran ist, wie ich sie sonst auf meinem Kanal rezensiere und teste, als die ganze Billiggeschichte aus dem Drogeriemarkt. Denn da tummeln sich ja leider inzwischen auch einige Produkte, die sich Clay nennen, aber nicht wirklich was mit diesen High-End-Produkten irgendwie so zu tun haben. Da ist diese Redken-Geschichte hier auf jeden Fall eine wesentlich bessere Wahl. Und wenn du darüber hinwegsehen kannst, dass hier Paraben und Silikone drin sind, dann sehe ich keinen Grund, warum du dieses Produkt hier nicht mal ausprobieren solltest. Das war es soweit von meiner Stelle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreib mir einfach in die Kommentare, wenn du mehr solcher ersten Eindrücke sehen möchtest, damit die Leute bei Redken und anderen Unternehmen vielleicht das sehen, dann kommt das nämlich vielleicht öfter vor. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn du magst und bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.